So, meine Freunde, weiter geht es mit einer weiteren Folge von Evil Within. Wir müssen da an diesen tollen Herrschaften vorbei. Entdeckungssymbol, wenn ein Gegner deine Anwesenheit bemerkt, erscheint am oberen Bildschirmrand ein Entdeckungssymbol, ein Form eines Auges. Wenn der Gegner dich endgültig bemerkt hat, öffnet sich das Auge vollständig. Sobald dein Gegner auf dich aufmerksam wird, weil du Geräusche versuchst, erscheinen Schwellensymbole. Okay. So, ich bin verschwunden. Da muss ich da nach hinten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Spannende Unterhaltung. Schleichangriff auf ahnungslosen Gegner. Spannende Unterhaltung. Ja, das geht nicht ganz. Hat was geleuchtet? Ah ja, da ist es. Gut. Schalt mal die Kamera aus. Da kommt auch gleich mal einer. Kann man den einfach so zerstören? Na, was ist? Was? Was? Na? Ich kann mich nicht wehren. Was ist denn da los? Alter, was ist das denn bitte? Komm schon, schleich dich davon. Ich weiß nicht, was das sein sollte gerade eben, aber es funktionierte halt. Ich soll einen Schleichangriff starten und es hat nicht funktioniert. Naja, auch nicht schlecht. Der ist da oben. Der ist nirgendwo zu sehen. Okay. Sucht er mich? Ach, das ist eine Heilpflanze, auch gut. Irgendwie funktioniert das noch nicht ganz. So, Inventar, Komponenten. Komisch. Dann versuchen wir es mal so. Was, wie soll denn das gehen? Willst du mich verarschen? So. Schauen wir mal, was daraus wird. Der wird mich wahrscheinlich nicht bemerken. So. Grünes Gel. Setzt sich in Unterschlüpfen, um in Fertigkeiten zu verbessern. Ach du heilige Scheiße. So. Der klopft an die Tür und hofft darauf, dass jemand ihn reinlässt. Das ist auch nicht schlecht. Und da machen wir gleich mal was Tolles. Entschuldige. Bam. Und zack. Selber schuld. Wenn wir dann im irgendwas abnehmen. Nee, dann können wir nichts abnehmen. So. Wer drin ist, ist drin. Macht die Tür zu. Freund der Berge, macht die Tür zu. Jo, so funktioniert es am leichtesten. Einfach mal einen Kasten umschmeißen. So, und jetzt schauen wir mal. Hier ist gar nichts. Da ist gar nichts, Sebastian. Sebastian. Hey, warum laufst du denn hier? Da wäre sicher was drinnen. Jep, so ist es. Schießpulver. Nice, nice. Da ist ein Schießpulver. Kann man den Stuhl da zur Seite bewegen? Ist da jemand drinnen? Medikit, sehr nice.
So, damit ist wieder alles hergestellt. Komm, lass mich da raus. Alter Schwede, ist das schwer. Meine Güte, Herrschaften und Damen, wir müssen da. Alles der Hinterausgang, schätze ich mal. Oh. Bleiben Sie, wo Sie sind. Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Gut gehandelt. Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lilly gefunden ist. Wer ist Lilly? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar, ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie es, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Kapitel 3 Resonanzen. So, ihr Team? Das Team bestand aus 5 Mitgliedern. Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja. Und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt,
Hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein. Rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet. Aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Diese Dinger sind ziemlich. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich zwei Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. So, wir haben genug überfahren, vor allem über den Kommunikator, die Waffen und Ausrüstung. Hier speichern wir mal an dieser Stelle ab. Etwas liegt im Argen, werden wir hier überschreiben. Das ist mal ein guter Punkt, hier zu speichern. So, dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Hat er noch was zum Erzählen, Freund der Berge? Okay, er hat nichts zu erzählen. Kaffeemaschine. Wenn du einen Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Okay, cool. Dann trink mal einen Kaffee. Kaffee macht wach und anscheinend gesund. Und erweckt Tote von ihrem Vortag, wenn sie gesoffen haben. Natürlich. Die Jugend von heute. Was war das hier? So, die Gesundheit ist wieder hergestellt. Hier haben wir Schießpulver. Hier haben wir Pistolenmunition. Werkbänke. Was können wir da machen? Munition herstellen eventuell. Sieht doch ganz gut aus, oder? Schauen wir mal, was wir unter Herstellung machen können. Kosten 8. Wir haben hier so. Jetzt haben wir noch 5. Selbst ist der Mann. Gut, Pistolenmunition, was haben wir da hier? Kosten 3. Da haben wir das hier. So, Waffenverbesserung. Was kann man da noch? Feuerrate. Okay, mir fehlen hier Komponenten. Die Feuerkraft. Die Magazingröße. Da haben wir sonst nichts zum Erledigen hier. So, dann würde ich sagen, gehen wir raus. Wähle das Improvisieren-Symbol immer, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Improvisiere verbraucht mehr Ressourcen. Alles klar, gut zu wissen. So, was ist das hier? Waffenteile. Da ist auch noch etwas. Waffenteile, 15 Waffenteile. Was ist hier? Ah, von da sind wir heruntergekommen und da können wir ganz normal rausgehen. Sieht so aus.
So. Schauen wir uns nochmal um. Hier ist ein alter Computer aus dem Jahre 1990 mit Windows 95. Waffenteile haben wir gefunden. Vielleicht hilft das was bei den Werkbänken. Bei der Werkbank, sorry. Ah ja, wir haben gerade ein bisschen verbessert. Gut, das funktioniert nicht so, wie ich es wollte. So, die Feuerrate können wir auch nicht erhöhen. Passt. Dann haben wir da etwas. Es ist gespeichert. Das passt. So, was ist das da oben noch? Keine Ahnung, aber Waffenteile haben wir schon wieder welche gefunden. Dieses Spiel macht süchtig. Sollen wir da durchgehen? Da ist nix. Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Wow. Was war das? Oh. Gut, wohin müssen wir hier gehen? Das ist eine andere Frage. Ich gehe wieder rein. O'Neills Unterschlupf. Tja, wir haben mehrere Auswahlmöglichkeiten. Wir können hier ins Licht gehen, hineinsehen oder wir gehen da hinaus. Aber mir ist am liebsten, ich gehe da mal wieder kurz rein. Grüß Gott, du bist O'Neill, ich bin deine Kaffeemaschine. Was machst du eigentlich? Schreibst du hier einen Plan oder was baust du hier? Keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und in diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ciao, ciao.